Servus meine lieben Freunde und damit mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Business Gang Channel. Ja, wie ihr alle wisst, ist das letzte Video jetzt rund 4 Monate her, wie man es wahrscheinlich an meiner Stimme noch erkennen mag. Ich war jetzt eine lange Zeit sehr erkältet, dazu noch das operative Geschäft und dazu noch bin ich von Baden-Württemberg nach NRW gezogen und ja, ich wurde herzlichst empfangen, muss ich sagen, das Büro ist schon eingerichtet, man hört noch ein leichtes Echo. Das liegt daran, dass nicht alle Möbel bis jetzt geliefert worden sind. Jetzt geht es natürlich weiter und ich freue mich riesig, endlich wieder loslegen zu können in meinem neuen Büro in der Nähe von Köln. An dieser Stelle nochmal frohes Neues an euch alle, meine lieben Freunde. In dem letzten Video ging es nämlich hauptsächlich um die Plattform Monazzo. Eine etwas andere Dropshipping-Plattform, die relativ neu auf dem Markt ist. Jetzt circa 4 Monate her. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, natürlich einfach hier oben rechts auf das i klicken. Und dann landet ihr zum Video von Monazzo. Nochmal ganz kurz, 7 Tage Lieferzeit für eure Kunden, 100.000 Dropshipping-Produkte. Falls ihr euch das noch nicht angeschaut habt, schaut euch das auf jeden Fall eben kurz an. Das geht relativ schnell, sind 10 Minuten und dann könnt ihr wieder zurückschalten. Heute werde ich euch eine weitere Affiliate-Marketing-Plattform vorstellen, indem ihr wirklich ähnlich wie Digistore24 entweder digitale Infoprodukte anbieten könnt und praktisch gegen Provision Affiliates engagieren könnt. Oder falls ihr halt noch kein eigenes Infoprodukt habt, könnt ihr natürlich andere Infoprodukte bewerben als Affiliate und dafür satte Provisionen einkassieren. Falls ihr nicht wisst, was Affiliate Marketing genau ist, schaut euch einfach dieses Video oben rechts an und klickt dazu einfach hier auf das i und schon kannst du losgehen. Ja, wie eben schon angekündigt, heute geht es um die Plattform Copecard. Ich sag mal gerne Zopecard. Copecard ist ein deutsches Unternehmen mit dem Firmensitz in Berlin, welches sich darauf spezialisiert hat, den Vertrieb von digitalen Infoprodukten möglich zu machen und eben den Aufwand für Vendoren, das sind Verkäufer, so klein wie möglich zu halten. Die übernehmen praktisch den kompletten rechtlich abgesicherten Vertrieb meiner digitalen Infoprodukte und führen sogar zusätzlich die Mehrwertsteuer an das Finanzamt ab. Das heißt, ich habe am Ende Nettoeinkommen, was ich mir auszahlen lassen kann. Also was heißt das für uns? Das heißt, ein Verkäufer hat ein gutes Produkt und bietet es bei Copecard an. Für uns als Affiliate bedeutet das natürlich, dass wir den Verkauf vermitteln und wir als Verkäufer überhaupt nicht auftreten. Das heißt, wir sind völlig anonym. Kommt ein Verkauf zustande, erhalten wir von den Vendoren eine Provision. Die wird von Copecard gemanagt. Das heißt, der Vendor kann nicht sagen, ja, hey, nö, ich gebe dir die Provision jetzt aber nicht, weil, keine Ahnung, ich jetzt gerade keinen Bock drauf habe. Wenn Copecard eine Vermittlung über euren Link feststellt, wird natürlich dann auch die Provision ausgeschüttet. Diese Provision können wir uns dann entweder jede Woche in 2 Wochen oder einmal im Monat netto auszahlen lassen, sobald wir mindestens 50 Euro eingesammelt haben. Ja, ich zeige euch heute einen kleinen Einblick in das Programm und wir schauen uns gemeinsam mal den Marktplatz an und ja. Ich würde sagen, wir starten. Wir gehen auf copecard.com, also copecard.com. Und landen auf dieser Landingpage. Hier wird sofort angeboten, unsere E-Mail-Adresse einzugeben. Das werden wir natürlich machen. Wir geben hier natürlich nur unsere beste E-Mail-Adresse ein, wenn ihr versteht. Und einfach mal anmelden, kostenlos starten. Das kostet euch keinen Cent. Ihr könnt gerne die AGBs durchgehen. Es ist wirklich kostenfrei für euch als Affiliates, weil ihr ja nichts anbietet. Meldet euch an, ihr bekommt auf jeden Fall eine E-Mail zugeschickt mit einem Link. Das natürlich dann einmal durch einen Klick bestätigen, euch wieder anmelden. Dann landet ihr auf dieser Seite. Ich habe hier jetzt schon ein Produkt ausgewählt. Das kommen wir gleich. Es kann sein, dass ihr am Anfang aufgefordert werdet, eure ganzen Daten einzugeben. Name, Nachname. Name, Art des Gewerbes. In dem Fall bei uns ist es jetzt eine GmbH. Bei euch, wenn es ein Einzelgewerbe ist, was ich vermute, also ein Kleinunternehmen, eine Kleinunternehmerregelung oder sowas, müsst ihr das natürlich auch hier in den Einstellungen dann vermerken. Eure IBAN eingeben, damit ihr ein voll verifiziertes Konto habt. Ebenfalls kann es sein, dass ihr Fotos von eurem Ausweis hochladen müsst. Es ist eine deutsche Plattform und wie gesagt, sehr viele Kollegen arbeiten mit Copecard zusammen. Wir haben dort auch Konten, deswegen macht euch keine Sorgen. Geht von mir aus die AGBs durch, aber es kostet euch auf jeden Fall keinen einzigen Cent. Wichtig ist, wenn ihr Kleinunternehmer seid, es gibt dafür ein Video. Das seht ihr jetzt oben rechts. Zu steuerlichen Fragen eben kann ich euch keine Antwort geben. Ich kann euch nur immer ein Video machen, weil wir eben keine steuerliche Beratung anbieten. Solltet ihr Fragen, mehrere Fragen habt, wendet euch auf jeden Fall an einen Steuerberater oder an das Finanzamt. Was ihr auf jeden Fall benötigt ist, um hier erfolgreich zu starten, ist ein Gewerbe. Ihr braucht das Gewerbe jetzt nicht, um euch ein Produkt auszusuchen oder um hier reinzuschnuppern oder sowas. Doch sobald ihr eine unternehmerische oder gewerbliche Tätigkeit nachgeht, müsst ihr eben ein Gewerbe anmelden. Wir gehen hier oben links auf Marktplatz und schauen uns das Ganze mal hier an. Hier oben rechts einfach mal auf Provision von niedrig auf hoch gehen. Und hier sehen wir auch schon die ersten Provisionen, die wir hier uns ergattern können. Und ich möchte euch das hier ein bisschen erklären. Also hier haben wir einmal Titel des Produktes
und hier Jahrgang, also wann das rausgekommen ist. Und hier kann man jetzt sehen, das Produkt kostet für den Endkunden 79 Euro. Ihr bekommt 50 Euro Provision, wenn der Kunde das kauft. Eben sind das so knapp 40 Euro. Conversion-Rate ist immer die Rate, die nachher auch kauft von den ganzen Klicks. Stornierungsrate liegt bei 0%. Stornierungsrate ist immer mit einzukalkulieren. Denn wenn die Stornierungsrate hoch ist, kann es sein, dass euer Kunde, der nachher gekauft hat, auch eben das Produkt storniert. Das wird halt an dieser Stornierungsrate wiedergegeben. Zahlungsplan gibt es hier einmal eine Einmalzahlung und eine Ratenzahlung. Bei Einmalzahlung erhaltet ihr die Provision sofort, also unmittelbar nach dem Verkauf. Und bei einer Ratenzahlung bekommt ihr halt eben immer nach und nach, je nachdem, abgerechnet, wie hoch die Ratenzahlung ist, eben dann die anteilige Provision. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Perfekte Funnels erstellen mit Aktiv Coaches Programm. Ebenfalls gleiches Prinzip hier, aber das Produkt 497 Euro. Stornierungsrate 50%, da haben wir es nämlich. Was bringt euch das, wenn ihr jetzt so viel Zeit und Geld in Werbung gesteckt habt, bis der Kunde das gekauft hat und nachher 50% der ganzen Kunden stornieren den ganzen Kack? Dann gehen wir mal weiter. Funnel-Konzept, Komplettpaket eben. Stornierungsrate 100%, weiter. Kein Wunder, ehrlich gesagt, bei 1,9 muss eben nicht nur eine Analyse oder sowas dabei sein. Das muss halt schon was Krasses dabei sein für 1,9, damit halt irgendjemand dieses Produkt kauft. Und ich glaube, das ist hier nicht gegeben. Team Life by Design, Business Class, okay. Stornierungsrate 11,43%. Ich würde sagen, so Standard wäre bei der Stornierungsrate so bis zu 4%, 3-4%. Das ist ein Abo. GetLaunched.io, die App für Startups und Unternehmenspersönlichkeiten. Gut. Diesen Zahlungsplan gibt es natürlich auch. Das heißt, es gibt wirklich jeden Monat halt diese Provision von 180 Euro. Das muss euch klar sein. Ein Kunde kauft das Produkt für 240 Euro im Monat und ihr bekommt dann halt jeden Monat, eben solange das Abo läuft, 75% dieser Zahlung. Krass, kann man sich mal angucken. Also so praktisch geht's weiter. Ihr sucht euch halt irgendwann ein Produkt, wo ihr sagen könnt, oh cool, das interessiert mich auch. Das würde ich halt gern bewerben. Ich habe eben die Geldmaschine 3.0 eben ausgesucht, weil ich finde, Stornierungsrate 1,44%, Conversionrate 5,5% und 67 Euro, 50% davon 33,50 für mich. Wieso denn nicht? Hier haben wir die Verkaufsseite, die Checkout-Seite und die Affiliate-Support-Seite. Zuallererst müsst ihr hier klicken auf Bewerben. Dann werdet ihr vom Vendor eben angenommen oder abgelehnt. In der Regel werdet ihr sofort angenommen. Das geht wirklich innerhalb von wenigen Sekunden. Dann habt ihr hier halt euren Affiliate-Link. Der wird hier automatisch kopiert. Und wenn ihr hier auf eine neue Seite geht, eben wird dann sofort die Verkaufsseite, also die Landingpage des Verkäufers aufgerufen. Und schauen wir uns das mal an. Gehen wir weiter. Ich verdiene täglich bis zu 150 Euro mit dem Internet. Ja. Ich zeige dir mal ganz kurz meine Einnahmen hier an meinem Handy, die ich heute erzielt habe. Wie du siehst, hier überall 11 Euro, 16 Euro, 15 Euro, 36 Euro. Das sind so die Einnahmen, die ich heute alle erzielt habe. Ich zeige dir mal ganz kurz, bei wie viel Einnahmen wir jetzt schon insgesamt sind. Ich habe hier mit einem neuen Profil gestartet vor ungefähr einem Monat. Und in diesem einen Monat sind wir jetzt schon bei 13.800 Euro knapp. Ich aktualisiere das mal kurz, damit du siehst, dass wir... Ja, also das ist halt die Landingpage. Ich würde immer bei einer Landingpage darauf achten, dass sie auch wirklich datenschutzkonform ist, weil viele Kunden klicken das weg, wenn kein Impressum da ist. Ein Impressum besteht hier. OTL Media Consulting natürlich in New Mexico, USA, wo sonst. Das ist halt schon mal wichtig. Darauf achte ich immer, wenn ich ein Produkt bewerben möchte. Denn wenn ich ein Produkt bewerbe, möchte ich natürlich die wenigsten Stornoraten haben. Zudem muss es mir auch persönlich Mehrwert bieten für den Kunden. Dann bin ich mir wirklich sicher, dass das Produkt auch nicht storniert werden kann. Das ist die Checkout-Seite, also praktisch die Kassenseite von Geldmaschine 3.0. Und hier finde ich das hier schon mal ganz gut. Hier wird nämlich vor 4 Stunden auch gekauft. Das ist eine Funktion, die eben bei Copecard für Vendoren freigeschaltet wird, weil das sind wirklich reale Verkäufe. Das heißt, dieses Produkt wurde wirklich in 11 Stunden, 8 Stunden und 4 Stunden gekauft von diesen Personen. Und ich hoffe, ihr checkt auch jetzt mal, wie einfach es ist, hier einfach Provision zu bekommen, weil dieses Produkt bietet uns alles. Wir haben eine schöne Checkout-Seite, ja. Der Kunde kann in Raten zahlen, also 2x 34 Euro oder 1x 67 Euro per Sofortüberweisung, PayPal oder Visa. Ich als Affiliate, also ihr habt ja gar nichts damit zu tun. Schaut euch die Seite an, gefällt euch die, sieht die geil aus, okay, würdet ihr auch kaufen, gut. Dann meldet euch halt als Affiliate an und verteilt halt den Link. Entweder halt, ihr habt eine Liste, ihr habt ein Social Media Profil, ihr habt eine Facebook Seite. Verteilt einfach diesen Link, so gut es geht. Meinetwegen macht eine Werbeanzeige bei Instagram oder TikTok oder Facebook. Denn genau für solche Sachen gibt es die Affiliate-Support-Seite. Da gehen wir drauf.
Und dann sehen wir genau, was ist hier los. Partnerprogramm der Geldmaschine 3.0, 75% frontend. Wir haben einmal die Verkaufsseite. Das ist ein Frontend-Sale. Dann habt ihr ein Upsale in diesem Produkt. Das heißt, wenn der Kunde das Frontend-Produkt gekauft hat, gibt es danach ein Upsell von 97 Euro. Davon kriegt ihr nochmal 50%, wenn er eben Interesse am zweiten Produkt hat. In der Regel läuft das folgendermaßen ab. Der Kunde kauft das erste Produkt, ist völlig zufrieden, macht die ersten Provisionen, kriegt dann in den nächsten 3 bis 4 Tagen ein Upsell. Das heißt, der Kunde sagt, okay, ich habe jetzt schon mal echt Provisionen kassiert und mit diesem Produkt werde ich jetzt das Ganze nach oben skalieren können und ja, ich kaufe es. Okay, gut, er kauft es. Ich bekomme nochmal 50% von diesen 97 Euro, also 50 Euro Provision. Und ich habe das Produkt nur ein einziges Mal verkauft, das muss euch klar sein. Das heißt, ich bekomme Upsell Nummer 1, 50 Euro Provision. Das Ganze läuft jetzt über mehreren Tagen oder Wochen und der Kunde sagt, ey, krass, ich mache jetzt noch mehr Provision, Alter, geil. So, es geht weiter. Der bekommt nach diesen Wochen nochmal einen Upsell von 300 Euro. Ich bekomme nochmal diese 50% von diesen 300 Euro mit einem Sale. Und so geht es dann halt weiter. Willst du das Produkt nicht kaufen, weil es dir zu hoch ist, kauf das hier. Und wenn du das hier gekauft hast, kaufst du dann anschließend das hier. Wenn dir das danach das hier zu hoch ist, dann kaufst du das hier. 3 mal 99 Euro ist das gleiche, ne? Aber eben, du kaufst es in Raten. Und eben, du bekommst für jeden kleinen Scheiß, den dann dieser Seller verkauft für dich als Upsell oder Downsell oder wie auch immer, dann bekommst du halt immer noch Provision. Hier hast du jetzt E-Mail-Vorlagen zum Beispiel. Gehst du hin, wenn du eine E-Mail-Liste hast, dann verschickst du E-Mails. Hier hast du E-Mail-Vorlagen, eben täglich 150 Euro für dich, ein absoluter Knaller. Eine Stunde Arbeit, gleich 150 Euro täglich. Natürlich so Eye-Catcher direkt. Wir gehen mal zurück und sehen uns mal die Videos und Bilder an, die wir dazu bekommen. Der Vendor ist natürlich darauf fokussiert, Geld zu machen. Und er macht Geld, indem er einfach nichts tut, indem er euch Provision dafür anbietet. Und die Affiliates verkaufen selber, ganz von alleine. Ja, schauen wir uns das mal wieder an. Wenn du wissen willst, wie ich täglich solche Einnahmen generiere. Eben, ja. Und dann halt hier aber nochmal über die App. Als IG-Story, also Instagram-Story, dann Instagram-Story 6. Könnt ihr alles hier, Instagram-Story 7. Das heißt, stell mal vor, ihr seid hier am Swipen, am Swipen, am Swipen und auf einmal kommt dieses Video und das ist schon ein Catcher, muss ich sagen, ne? Wenn ihr das so als, ihr habt jetzt... Wenn du wissen willst, wie ich jeden Tag solche Einnahmen generiere und das während ich mit meinem AMG durch die Gegend fahre... Ja, ne? Dann swipe nach oben und ich erkläre dir wie. Ja, eben schon so klischee-mäßig, aber es geht auch anders. Also der hat wirklich viele dabei, auch ein paar seriöse. Jetzt gehen wir mal zurück, schauen uns mal die Bilder an. Wenn wir halt eben keine Video-Werbeanzeige machen möchten, dann können wir auch das hier machen. Das ist halt eben eine Instagram-Story. Du willst wissen, wie ich täglich so hohe Provisionen bekomme? Dann swipe nach oben und klicke auf den Link in meinem Profil. Ja, hier auch nochmal. Praktisch ist der Vendor eben darauf hinaus, Geld zu machen. Deswegen bietet er euch viel, viel, viel Material an, wie ihr natürlich auch Geld verdienen könnt. Und ihr bekommt halt 50%. Das ist halt geil. Ja, das war im Grunde genommen schon CopeCard. Und ja, schaut euch das einfach mal an. Es muss nicht die Geldmaschine sein, wie gesagt. Schaut euch um. Sucht euch was aus, was euch passt. Wie immer heißt es, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, ich bin dann mal fein. Raus.